Hi und herzlich willkommen zu diesem ersten kleinen Infovideo zum kommenden Patch 10.1, Glut von Neltharion. Mit dem Inhaltsupdate 10.0.7 sind alle Vorbereitungen für weitere Abenteuer auf der verbotenen Insel getroffen. Aber jenseits dieser Küsten braut sich noch mehr zusammen. Denn mit 10.1 stoßen wir in die Tiefen der Dracheninseln vor. Neue Zone, Zaralek-Höhle. Nehmt all euren Mut zusammen und wagt euch in diese geheimnisvolle unterirdische Höhle, die zu Erkundungen und neuen Quests einlädt und mit interessanten neuen Bewohnern und neuen Updates für das Drachenreiten lockt. Ihr werdet außerdem auf neue seltene und Elite-Kreaturen treffen und neue Schätze erbeuten. Tief unter der Obsidian-Zitadelle, von der aus Neltharion einst die Dracheninseln verteidigt hat, ruht ein gewaltiges, verborgenes Labor, in dem der Erdwächter seine Experimente durchführte. Verbotene Praktiken, die er vor den anderen Aspekten geheim halten wollte. In diesen Hallen befindet sich auch die Schattenkammer, von der aus Neltharion zum ersten Mal mit den alten Göttern Kontakt aufnahm. Und damit einen Weg einschlug, der ihn schließlich zu Todesschwinge machen würde. Auch wenn Razagaz besiegt wurde, setzen die Primalisten ihr Vorhaben fort, alle Werke der Titanen zu zerstören. Um ihnen entgegenzuwirken, bedarf es neuer Allianzen oder das Wiederaufleben alter Bündnisse. Während die Helden Azeroths ihren Feinden in die Gefahren der Zaralek-Höhle folgen, werden sie von den in den Tiefen der Dracheninseln heimischen Bewohnern unterstützt. Den Niffen, ein Maulwurfvolk und den Drogbar. Sie mögen nicht viel über die Kriege auf der Oberfläche wissen, aber ihr Wissen über den Untergrund ist entscheidend, damit ihr und eure Verbündeten sich dort zurechtfinden. Natürlich wartet auch ein neuer Schlachtzug. Aberos, Schmelztiegel der Schatten. Dringt in Neltharions geheimes Labor ein, das in der Zaralek-Höhle versteckt liegt. Hier hat er die Draktür erschaffen und erlag schließlich dem Flüstern der alten Götter und ihrer Verderbnis. Spieler sehen sich hier neuen Schlachtzugsbossen gegenüber, während sie sich sowohl den Inkarnationen als auch Schuppenkommandant Sakaras entgegenstellen, dessen Streitkräfte das Vermächtnis der Draktür für sich beanspruchen wollen. Die Schwierigkeitsgrade Normal, Heroisch und Mythisch werden gleichzeitig veröffentlicht und neue Klassensets können diesem wahrhaft epischen neuen Schlachtzug verdient werden. Die ersten Vorschauen von links nach rechts: Jäger, Heroisch, Mönch, Dämonenjäger und Rufer. Druide, Digimon, Krieger, Heroisch und Schamane. Magier, Mythisch, Schurke, Mythisch und Hexenmeister, Elite PvP, Todesritter, Priester und Paladin. Hinzu kommt mehr Drachenreiten. Neue Boni, Glyphen und Rennen werden verfügbar, wenn ihr euren Drachen durch die Zaralek-Höhle steuert. Außerdem könnt ihr euch auf euren weiten Reisen ein neues Reittier, den schlängelnden Kriecherdrachen, zusammen mit entsprechenden Anpassungsmöglichkeiten verdienen. Außerdem gibt es natürlich die zweite Season von Dragonflight. Season 2 fügt der Rotation für Mythisch Plus die verbleibenden Dungeons von Dragonflight sowie zusätzliche Dungeons aus vorherigen Erweiterungen hinzu. Die Brackenfellhöhle, die Hallen der Infusion, Uldaman, Vermächtnis von Tyr, Neltharus, Freihafen aus BFA, der Tiefenpfuhl, ebenfalls aus BFA, der Vortex-Gipfel aus Cataclysm und Neltharion Sword aus Legion. Neue saisonale Affixe befinden sich in der Entwicklung und werden zu einem späteren Zeitpunkt als Teil des PTR-Zyklus zum Testen verfügbar sein. Mit der nächsten Entwicklungsphase von Dragonflight erwartet euch noch mehr. Schaut regelmäßig auf der offiziellen Seite von WoW vorbei, um unter Neuigkeiten weitere Details zu erfahren. Kleine Ergänzung von mir: Alternativ empfehle ich als meiner Meinung nach beste Fansite Wowhead. Neben Guides und Co. gibt's hier auch in der Regel die schnellsten News. Kann man mal auschecken. Wenn man das nämlich tut, findet man beispielsweise neue Waffen, die anscheinend sehr klassengebunden sind und mit dem PTR von 10.1 zusammenhängen. Da gibt es beispielsweise schicke neue Waffen für den Todesritter, den Dämonenjäger
den Druiden, den Magier, den Mönch, den Paladin, den Priester, den Schurken, den Schamanen, den Hexenmeister und den Krieger. Oder sie finden süße neue Hundebabys. Außerdem wurde bereits das HD-Modell von Ashkandi gefunden, das im neuen Raid droppen soll. Eine für viele WoW-Spieler legendäre Klinge aus alten Zeiten. Des Weiteren bekommt auch unser Neltarion ein neues Modell. Der ist laut aktuellem Abenteuerführer sogar der vorletzte Boss im Raid. Vermutlich irgendeine abgespaltene Version von ihm wie in Karazhan beim Schachspielen mit Medivh. Neben einer Vielzahl von neuen Gegnern und Kreaturen, die nicht nur das Jägerherz höher schlagen lassen, kehren auch unsere alten Freunde die Djaradin zurück. Und ganz nebenbei natürlich auch eine Menge Unsicherheiten und Gerüchte. So wurde von Draktyr-Spielern beispielsweise dieser Questtext entdeckt. Der scheint noch in einer sehr frühen Rohfassung zu sein und kann genauso schnell wieder rausfliegen, wie er jetzt gefunden wurde, aber der kündigt eine neue Spezialisierung für Draktyr an. Auf Twitter kursierten zudem Screenshots für mögliche Modifikationen der eigenen Charakterstimme. Und möglicherweise wurde direkt 10.2 geleakt. Denn neben vielen Kreatur- und Waffenmodellen wurde auch eine spezielle Glaive gefunden. Das Icon dieser Glaive nennt sich Glaive Einhand Smaragdgrüner Traum Outdoor. Könnte einfach noch irgendeinem Raid-Boss zugewiesen werden oder mit den vielen anderen Belohnungen zusammenhängen, die höchstwahrscheinlich mit Outdoor-Content in der neuen Zone zusammenhängen. Aber das war schon sehr verdächtig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Grünen und Bronzenen mit 10.1 wohl erstmal aussetzen. Das aber nur hintendran zur Gerüchteküche. Sicherlich wird in den nächsten Tagen und Wochen noch deutlich mehr hochkochen. Davon ab wird es natürlich eine Menge Klassenanpassungen und generelle Veränderungen geben, wie auch einen Haufen Quality of Life Changes. Zu diesen zähle ich beispielsweise eine neue Stufe für unsere Erbstücke oder dass das Fliegen in BFA-Zonen anscheinend nicht mehr den Pfadfindererfolg voraussetzt. Dennoch Vorsicht, wir befinden uns in den ersten Tagen vom neuen PTR und das bedeutet, es wird sich noch sehr viel ändern. Ich selbst freue mich jetzt schon mega auf den Patch und natürlich wird es noch einige Videos dazu geben. Alle hier verwendeten Quellen natürlich in der Videobeschreibung zu finden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, danke fürs Reinschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.